Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashir's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Einmal da. Nochmal. So, da geht's weiter. Da geht's weiter. Und da. Richtig? Da muss er jetzt durch hier. Ist halt da so ein Versatz drin, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der von der anderen Seite aussieht. Jetzt muss ich erstmal noch dahin latschen. Ui. Ein echter Zombie war. Fast. Eigentlich hätte ich auch zwischendurch die Stufe weglassen können und hätte dafür einen ganzen Stein ansetzen können, aber das wäre ja dann noch mehr hin und her gewechselt. Unnötigerweise, weil der Materialaufwand ist ja derselbe. Jetzt. Erzähl mal. Der Materialaufwand ist derselbe. Jetzt das eine. Und jetzt eine Stufe setzt oder einen Stein. So, mal ein paar Fackeln. Ja. Viele sind es ja nicht mehr, gell? So. Ja, so langsam, aber sicher. Ne, macht es was her. Komm doch. Wunder, wenn du es hier hoch schaffst. Komm. Komm hier hoch, komm. Wenn man die Viecher so aussperren kann. Ui. Na toll. Also Fackeln sind alle. Okay. Bald, aber ganz bald haben wir es. Satt. Oh.
Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier falsch. Ah, da ist was falsch. Sagen, irgendwas passt jetzt. Finde den Fehler. So, jetzt passt das nämlich auch. So, drei in der Ecke und weiter geht's. So. Ja, jetzt muss ich den Bereich noch leuchten, dann muss ich unten noch beleuchten, den Zaun wegreißen und das ein bisschen verbessern da an der Stelle. Obwohl, den sehen, den können wir eigentlich lassen. Mit hinten zur Mauer noch ein bisschen höher machen und dann passt das. Warum denn kein See in der Stadt? In der Tümpel. Man muss ja nicht alles wegmachen, ne? Ja, ein bisschen natürliches stehen lassen. So. Jetzt habe ich hier noch Fackeln. Nein, habe ich nicht. Wäre ja auch zu wahr gewesen, um schön zu sein. Ach, ja, andersrum. In diesem Fall. So, Stühlchen bleiben hier. Also die Treppen natürlich. Und die Steine bleiben auch hier. Nebst Erdreich, genau. Erdreich bleibt. Zäunchen kann auch hier bleiben. Kommt keiner dazu. Das zu mir. Und der Rest wird zurückgebracht. So, dann brauchen wir jetzt ein paar Fackelchen noch und nicht Fackelchen, Fackelchen. Nehmen. So. Mal hier rum. So. Könnte eigentlich meine Schippe reparieren, ne? Ich schon mal hier bin. Mal eben Schippe voll machen. Ja, zumindest etwas mehr, etwas voller. Komm, das machen wir noch. Der Larunis ist da. Zum Gruße. Moin ist gut. Passt gut nach Hamburg. So, einmal hier rein. Aber jetzt machen wir es. Jetzt ziehen wir uns das hoch. Wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Alles. So, alles. Perfekt. Da hinten gibt's noch. Ah. Und 3 bis 4 Schweinchen können wir schlachten. Das mache ich jetzt eigentlich natürlich nicht für Fleisch, sondern um Erfahrung für meine Schippe zu kriegen. Das
Das heißt, es ist der kleine Umweg, um mein Werkzeug zu reparieren. Weil aus irgendeinem Grund kann ich die Schaufel nicht reparieren. Das sagt mir immer zu wenig Erfahrung. Egal wie viel, wie hoch mein Level ist. Ich war schon Level 88 und das kann trotzdem nicht. Immer alles. Endlich mal einer, dem es so geht wie mir. Immer gut. Ach ja. Und es treibt dich um. Hast du Frieden oder musst du heute arbeiten? Das reicht erstmal, ne? Die Schippe ist zwar wieder voll genug, denke ich. Mukus müsste ich auch noch mal eben. Leder, ich habe die ja wieder ein bisschen gefüttert. Das heißt, ich kann mal wieder 3 bis 5 Kühe schlachten. So, hat sich gleich ausgemukt. Noch. Paar und noch einsammeln hier. Also 3 bis 5. Dann nochmal den Rest, das restliche Baumaterial. Du stehst ja auch rum, darfst da auch nicht hin. So. Wunderbar. Ja, sieht man, erfahrungstechnisch Schippe schon wieder im grünen Bereich. Von gelb auf grün. Einfach nur, weil ich ein paar Viecher gekillt habe. Finde ich super. Mal weg mit dem Schredder. So. 49 Leder, das ist super. Und jetzt holen wir uns den nochmal Erfahrung ab. Und jetzt schön den Rücken. Wenn ich das da raushole, dann gibt es nochmal einen Erfahrungsschub fürs Werkzeug und für die Rüstung. Sollte ich dann mal das in die Hand nehmen nachher. Okay. Also, wir brauchen Fackeln. Eine Fackelage. Ja, hat es. Das Schlachten hat den Sinn, dass die Viecher Erfahrung geben. Und natürlich Fleisch. Ne? Ansonsten geben sie halt Erfahrung. Und die Erfahrung kommt meinem Werkzeug zugute. Weil, wenn du mal schaust, ich habe auf meinem Werkzeug eine Reparatur drauf. Und alles, was ich an Erfahrung bekomme, während das Werkzeug entweder in der rechten oder der linken Hand sich befindet, genauso wie die Rüstung, die auch Reparatur drauf hat, wird dann repariert. Automatisch. Ohne, dass ich da nochmal gesondert an den Amboss für muss. Zumal ich irgendwie für die Schippe nie genug Erfahrung zusammenkriege. Ich weiß nicht, was ich da drauf habe, das so immens reinhaut. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich da drauf auf der Schaufel, was so auf die, vielleicht falls Effizienz 5 ist oder was, ich weiß es nicht. Kann natürlich gut sein. Aber wenn ich damit zum Amboss gehe, sagt mir immer, ich habe nicht genug Erfahrung. Und das war bei Level 88. Jetzt bin ich ja nur 39. Und man sieht, das Level ist auch wieder hochgestiegen jetzt. Ja. Fackeln brauche ich. Fackeln. Eine Verfackelung. Also. So, dann nehmen wir jetzt erstmal ein paar von mit. Immer einfach 3 Stacks mit, so passt schon. Da habe ich noch da. Zaun kann ich abreißen.
Ich wollte einen großen Baum in Bahn, ne? Ich wollte den Tannenbaum versuchen. Schöne große Tanne wollte ich dann noch hinzimmern. Dafür brauche ich dann Fichtensetzlinge. Nimm mal 16 Stück mit. Passt schon. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.